Komm, erzähl deine Ausreden, der Double Coop. Das ist der, stell dich doch mal vor. Sag, kannst deinen richtigen Namen sagen, dann sagen, wie du auf Instagram heißt. Aber andere Leute nennen dich ja gerne bei deinem Instagram-Namen und da ist die Nase ja gestrichen voll von der Scheiße, gell? Ja, weil es halt nicht mein Name ist. Deswegen. Ja, aber ich bin Patrick, 26, komme auch aus Stuttgart und trainiere seit fast 9 Jahren jetzt. Der ein oder andere hat ihn wahrscheinlich schon gesehen, als wir auf Instagram hier in diesem Spiegel hier so ein bisschen rumgepostet haben, wie so die Affen. Wieso ist die Scheiße jetzt falsch rum? Checkt auf jeden Fall seinen Instagram-Channel aus. Dann seht ihr, dass der Junge auch hier ganz, ganz passable Arme hat dafür, dass er seit vielen 9 Tagen trainiert. So Leute, Patrick und ich sind jetzt hier. Tu mal bitte deine Kopfhörer aus dem Ohr, wenn du mit mir redest. Hörst du mich? Ja. Guter Junge. Patrick, wann habe ich dir geschrieben? Heute? Ich bin halt lang weg gewesen, hab ich dir geschrieben. Wann? 6 Uhr morgens irgendwann. Was habe ich gesagt? Wird ein scheiß Training heute. Wird ein scheiß Training heute und ich habe kaum gepennt. Ich habe bis 12.30 Uhr oder so gepennt, von 7.15 Uhr oder so. Und ja, das sind so die ekelhaftesten Trainings, wenn du weißt, ich glaube Beintraining ist noch schlimmer, aber wenn du weißt, kommst jetzt hierher, kaum gepennt, nichts gegessen. Ich wollte mich noch voll fressen, ich konnte nicht. Kennst du, wenn du wenig pennst, dann kannst du einfach fressen. Ja, schon. So richtig ekelhaft. Ich habe so einen Shake getrunken und ich so, oh, ich kotze gleich. Bin ich hergekommen, schon bei der Autofahrt, ein bisschen so Magen sich alles umgedreht. Jetzt fangen wir an. Arme stehen heute auf dem Programm. Mach du mal, würde ich sagen, deinen Satz. Ja. Wir haben uns schon ein bisschen warm gemacht. Also nur Arme, explizit sagen. Manchmal machen wir noch Bauch damit oder ich mache zum Beispiel manchmal noch Nacken, hintere Schulter oder irgendwie sowas noch damit. Aber wir fangen jetzt mit Trizeps an und dann machen wir einfach einen Wechsel. Genau, Trizeps, Bizeps und dann je nachdem. Also Patrick und ich trainieren halt irgendwo zusammen, was so Schwachstellen anbelangt. Das heißt, schaut, kannst du mir zeigen, wie das macht? Wir trainieren zusammen. Immer spezielle Körperpartien, damit wir auch da quasi das meiste voneinander lernen können. Das heißt, zum Beispiel der Patrick, der ist, was Bizeps anbelangt, ein Monster, also wirklich gut am Start. Aber wenn ihr seine Waden anguckt, dann könnt ihr sehen, dass er die noch nie in seinem Leben trainiert hat. Soll ich das jetzt echt filmen? Schaut, zeig seine Waden mal. Der Junge trainiert Beine wie ein abartiges Monster. Meine Waden trainiere ich 2-mal die Woche. Beine mache ich 1-mal die Woche. Ich mache es meistens so, ich mache stinknormale Kniebeugen, dann Beinpresse, Beuger, Stoiker im Wechsel und dann noch Ausfallschritte. Und ich squatte 130 Kilo, eigentlich meistens so 3 oder 4 Sätze mit 10 Wiederholungen. Beinpresse zurzeit 350 Kilo. Ja, und dann noch die letzten 2 Übungen. Und wie gesagt, Waden, weil meine Waden so scheiße sind, trainiere ich sie 2-mal die Woche. Ja, was, ja, scheiße, ja, gut, nicht unbedingt, sind halt, aber es sind halt dünn. Vielleicht zwar nur. Wie ich schon gesagt habe, wir machen auch Schwachstellen. Aber das, und ja. Ich werde mal den Patrick dort zeigen, den ordentlich Waden trainieren. Ja, du. Ja, nee, das ist nur immer lustig, weißt du? Die Leute eskalieren immer wegen den Bildern. Ja, man trainiert keine Beine, hat keine Waden, bla bla. Ja, aber das wissen ja mittlerweile alle, dass es Genetik ist. Ja, kurz Oberschenkel zeigen, wie es jetzt gerade aussieht. Ja, geht schon. Zeig doch deinen Unterschied. Ja, also die Beine werden auf jeden Fall trainiert, also so ist es nicht. Gut. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben Trizeps mit 2 Übungen, wir wollen ihn warm machen. Das heißt, hier wollen wir eher ein bisschen runtergehen und komplett hier den Kopf mal so ein bisschen spüren, ein bisschen Blut reinbekommen, dann wollen wir hier dehnen. Okay. Ich finde diese Dehnung äußerst wichtig. Wieso? Weil bei mir beispielsweise sonst der Muskel bei einem hohen Volumen, zum Beispiel bei einem expliziten Armtag, direkt anfängt zu verkrampfen im Training. Das Problem hatte ich gestern mit meiner Brust. Und weil ich gestern auch Brust trainiert habe, habe ich auch schon Trizeps ein bisschen mitgehittet. Ja Leute, also jetzt sind wir hier. Patrick macht jetzt seinen letzten Satz. Ich mache nochmal 1 oder 2 Sätze mehr, weil er ist heute ein bisschen am Arsch wegen seiner Schulter und macht weniger Gewicht. Was ich euch jetzt sagen wollte, ist, ich will euch mal zeigen, wie ihr den Supersatz macht, den Dropsatz nimmt. Also der Dropsatz ist kein Supersatz. Wir werden mit dem Gewicht gleich runtergehen. Das heißt, ihr werdet einen Muskel, wir nehmen es mal an, ihr habt einen Ladebandbalken. Und jede Wiederholung füllt ihn zu einem gewissen Prozentgrad. Und jetzt nehmen wir beispielsweise an, füllt ihn zu, nehmen wir mal an, 40%. 40, 40,
dann macht ihr nochmal 40, dann werdet ihr bei 120, da könnt ihr die Wiederholung nicht schaffen. Das heißt, wir wollen diese Prozentzahl zerstückeln, damit wir auf diese 100% bzw. vielleicht sogar noch 110% kommen, damit man aus bis zum Versagen bzw. über das Versagen hinaus trainieren kann. Das heißt, ihr habt jetzt gesehen, wie er von 28 Kilo auf 21 runter ist. Ihr müsst immer doppelt nehmen. Und jetzt geht ihr nochmal runter und macht es, bis er dann wirklich komplett am Arsch ist. Das heißt, wenn ihr das Spiel weiter treiben wollt, soweit ihr es treiben wollt, könnt ihr bis zu 5 Kilo runtergehen. Ich hatte gestern Brustpresse nichts drauf mehr, als ich Dropsets gemacht habe. Du warst da, ich bin gestorben. Ja. Das heißt, es ist wirklich, wenn ihr das letzte rausholen wollt. Okay. Dann macht ihr auch quasi partielle Wiederholungen, Pumpsätze. Und du kannst ja auch mal nachher dazu sagen, was du mit Dropsätzen hältst. Ja, Dropsets im Allgemeinen. Ich mache bei jeder Übung Dropsätze. Ich finde einfach, dass es da nochmal, sag ich mal, den letzten Rest aus dem Muskel rausholt, den man noch so zur Verfügung hat. Jetzt und schon am Anfang vom Training oder was? Ja, auch am Anfang vom Training. Immer. Okay. Also grundsätzlich immer bei jeder Übung. Ja, das ist auch Gewohnheit. Ich mache das seit 4 Jahren so. Okay. Ist einfach Gewohnheit. Also Anfängern aber nicht empfehlen, oder? Nicht unbedingt bei jeder Übung, aber grundsätzlich mal schon. Ja. Also was ich sagen wollte, ist zu der, du hast ja gefragt, ob wir das jetzt schon machen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die meisten Leute mit den Arbeitssätzen zu lange warten. Die machen zu lange so halbe Sätze und fallen mich direkt an. Wir machen jetzt schon seit dem dritten Satz Arbeitssätze. Ja, schon. Also ich meine, wir haben das ja mit 2 Sätzen aufgenommen, mit relativ wenig Gewicht. Das sollte reichen im Prinzip. Und dann machen wir 4 Arbeitssätze. Genau. Um die 10 Wiederholungen, plus dann den Dropsatz. Und das war's dann eigentlich, das reicht. Also Kumpel ist da. Ich mache jetzt noch 2 Sätze, ich habe jetzt noch einen gemacht. Wie gesagt, ich fühle meinen Trizeps jetzt noch ein bisschen besser, ich kann noch ein bisschen mehr rausholen, deshalb mache ich das. Und was ich noch sagen wollte zu deiner Schulter. Wo hast du das Problem? Was hast du gerade? Linke Schulter. Kannst du mir erst bei der Brustpresse hat er halt hier so einen Knacken gespürt. Ja, ziemlich laut. Durch alle Kopfhörer hindurch. Ja, ja. Ich habe es auch daheim gehört. Aus Feuerbach. Ja. Hier hatte jetzt das Problem. Ich hatte auch mal hier links ein Problem. Was habe ich gemacht? Ja. Das Problem ist, dass die meisten Leute jetzt hergehen und Google benutzen und geben irgendeinen diffusen Suchbegriff ein. Schulterschmerzen links zwischen, wenn überhaupt ihr so präzise Angaben macht, dann sagt zwischen Brustmuskel und Schulter oder sowas. Ja. Und dann kommen irgendwelche komischen Seiten und dann stellt ihr euch selbst eine Diagnose. Das ist kompletter Bullshit. Ja. Ich habe es auch dir gesagt, geht lieber zum Arzt. Beim Orthopäden, da wartet man mal halt 1, 2, 3 Wochen, maximal 2 Wochen eigentlich. Bei mir dauert es immer circa 1 Woche. Und ich war jetzt auch, wie gesagt, schon wegen meiner Hüfte dort. Und ja, die Wahrheiten, die man halt dort dann erfährt, sind halt nicht so bequem manchmal. Das ist besser als die Horror-Stories im Internet durchzulesen. Ja, da ist man gleich tot, gell? Irgendwelche Symptome. Weil dann kommt man am Ende immer auf dieselbe Diagnose und man hat Krebs. Das ist immer so. Kommst immer drauf. Deine Nase läuft am Ende, du googelst es so lange tot, bis du Krebs hast, Alter. Und dann gehst du selber zum Arzt. Und was das Problem ist einfach, dass weder ich, auch wenn ihr mich jetzt fragt, ich kenne jetzt schon viele Krankheitsbilder, ja, die in dem Sport vorfallen. Du auch. Aber das Problem ist, genauso wie beispielsweise mein Stiefvater des Arztes, ich kann jetzt auch nicht über WhatsApp ihm sagen, hey, ich habe das und das, stell mir eine Diagnose. Das kann nicht mal der beste Fachmann der Welt, ja. Das heißt, geht hin, dann bildgebende Verfahren, Röntgenbilder, MRTs, was auch immer. Die braucht jeder Arzt muss den Patienten vor sich stehen haben und muss dann schauen, was abgeht. Und das ist viel intelligenter. Ich meine, das ist so eine Weisheit, die euch auch eure Mutter erzählt, jetzt mal ganz im Ernst. Deine Schulter tut weh, trainierst halt nochmal 1 Monat länger, dann bist du gefickt. Bei mir war es so, ich bin einfach hin, der hat gesagt, hey, du hast hier eine muskuläre Disbalance. Hat mir kurz anatomisch das alles erklärt, hat mir eine Übung gegeben für den Muskel. Ich habe die 1 Monat lang gemacht, seitdem habe ich hier nie Schmerzen wieder. Also, die ganze Sache ist extrem legit, seitdem befasse ich mich auch mehr mit dem Thema. Aber schaut einfach, dass ihr euch nicht verletzt. Und sobald ihr einfach den leisesten Anschein einer Verletzung riecht in eurem Körper, ab zum Arzt, wenn sie nicht innerhalb von einer Woche auskuriert. Und schaut, dass ihr fit werdet und der Sache auf den Sprung geht. Wir sehen uns gleich.